Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougy LP. Genau! Und ja, wir sind hier wieder bei den Gewächshäusern, die wir ja jetzt schon einige Folgen am Bauen sind. Und ich glaube, das wird auch noch etwas länger so bleiben, weil das tatsächlich einer der Bauabschnitte ist, wo man eigentlich ständig irgendwas verändern könnte, irgendwas ausbessern könnte, irgendwas noch schöner gestalten könnte, als es am Anfang war. Und das löst ja auch irgendwie den Reiz des Ganzen aus, weil ich komme hier hin und sehe ständig irgendwelche neuen Bestandteile, wo ich mir denken würde, ja, da kannst du was verändern, da kannst du was verändern oder da kannst du was verändern und keine Ahnung, das ist eine mega geile Sache. Ich feiere das mega, mega doll und freue mich natürlich, dass das auch einige von euch ähnlich sehen. Zumindest kann man das erahnen, wenn man die Kommentare liest. Und ja, wir werden jetzt natürlich in der Folge auch wieder ein bisschen produktiver sein, hoffentlich, als letzte Folge, weil in der letzten Folge, ja, ich war nicht ganz unproduktiv, aber das Problem ist bei den Gewächshäusern, dass man natürlich immer nur so kleinere Unterschiede schafft und das nicht so wirklich, ja, brachial aussieht. Also das, was man dann erreicht hat in einer Folge. Aber, naja, wir kommen Stück für Stück weiter und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es kommen ja noch weitere Gewächshäuser. Und ich glaube, ich habe euch schon mal gefragt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Falls ich euch schon mal gefragt habe, ja dann, sorry, aber ich frage einfach nur mal an dieser Stelle. Wollt ihr, dass ich die Gewächshäuser, 4, 5, 6, 7 und 8, also dass ich die nächsten Gewächshäuser, die kommen, dass ich die im Off baue, beziehungsweise, dass wir die irgendwie im Speed bauen oder so, weil das Problem ist, dass die Gewächshäuser ja 8-mal, beziehungsweise 9-mal mit dem einen da hinten gebaut werden und das heißt, wir müssten 8-mal, ja, das Ding ähnlich einrichten und irgendwann würde das leicht für den einen oder anderen ein bisschen eintönig wirken. Und die Frage, die sich da mir jetzt stellt, ist, ob ihr das haben wollt, ob ihr wollt, dass ich das dann alles immer zeige oder sagt ihr, nee, mach das mal lieber schön für dich selber. Bin ich gespannt, ich frage euch mal an dieser Stelle und ja, dann gilt es das erstmal herauszufinden. So, genau, wir setzen jetzt hier auch nochmal ein paar Büsche, einfach nur damit es nochmal ein bisschen bewucherter aussieht. Hier zum Beispiel am Baum können wir auch noch so ein bisschen was. Ach schade, ich dachte man kann die da draufsetzen oder so, aber das geht leider nicht, okay. Ja, dann setzen wir da nochmal einen hin, wunderbar. Gut, dann eine andere Aufgabe. Wir haben hier natürlich noch die Ranken, verschiedene Rankenvarianten, die ich auch noch setzen möchte. Und hier noch andere Fahnengeschichten. Ja, die würde ich auch gerne mal setzen. Und hier die Schuppenbaumfahne. Die sind, glaube ich, aus dem Dschungel. Und ja, die haben auf jeden Fall auch was. Also die sehen gar nicht mal so verkehrt aus. Wir setzen hier nochmal eine hin. Ja, genau. Und vor allem hier auf der Wiese, weil hier gerade finde ich sehr wichtig, dass wir unterschiedliche Pflanzen stehen haben, die nochmal ein bisschen, ja, Profil reinbringen. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, davon gehe ich zumindest mal aus. Aber ja, ihr habt recht, heute ist wieder ein besonderes Thema für LBH am Start. Und das würde ich jetzt gerne in der Folge etwas früher erwähnen als in der letzten Folge, wo das dann echt sehr spät war. Denn der heutige Kommentar kommt von der lieben Myriam Thorn und sie hat geschrieben, Thema für LBH, wenn alle Horcruxe zerstört sind, lebt man dann nur noch so lange wie ein normaler Mensch, wenn man schon 1243 Jahre alt ist oder stirbt man sofort? Ich glaube, diese 1243 Jahre sind von ihr einfach nur stellvertretend für ein sehr hohes Alter gedacht. Und ja, eine sehr interessante Frage, durchaus. Und ich werde sie sofort beantworten. Allerdings gehe ich jetzt nochmal gerade eben hier ein bisschen Sand abbauen, weil wir Glas brauchen. Und ich weiß nicht, warum ich kein Glas habe. Weil, hatten wir nicht letztes Mal schon das Problem? Naja, ich baue eben ein paar Blöckchen ab und dann schmelzen wir das ein. Das werden wir alles noch in der Folge machen, Leute. Nicht, dass ihr denkt, das wird jetzt hier eine Farming-Folge oder so. Nee, auf keinen Fall. Ja, also, zum Thema. Ich kann das ja immer so ein bisschen aus der Sicht von Voldemort betrachten, weil Voldemort ist natürlich das beste Beispiel für jemanden, der sich Horcrux erstellt hat. Und an ihm kann man vieles so ableiten, würde ich mal sagen. Und was die liebe Myriam hier fragt, ist nämlich der Punkt, ob jemand, der sich jetzt zum Beispiel, ja, 7 Horcruxe gemacht hat, ob diese Person sterben würde, wenn alle Horcruxe zerstört werden würden. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Meint sie jetzt wirklich alle? Oder ist es noch in Ordnung, dass dieser eine Seelensplitter der Person noch da ist? Wisst ihr, wie ich meine? Also bei Voldemort war es ja so, er hatte immer noch ein kleines Seelenstückchen in sich drin
Und die anderen Seelenstückchen waren ja in den Horcruxen, aber es war nicht 100% seiner Seele in Horcruxen, sondern nur so 99,schlagmichtot%. Also wer das eine Video von mir gesehen hat, was auch, by the way, sehr interessant ist, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und zwar Voldemort, war das Voldemort Horcrux-Morde? Ich glaube schon. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe in einem Video mal gezeigt, wie viel Prozent eigentlich die Horcruxe bei Voldemort ausmachen. Und ja, das ist, wie gesagt, ganz interessant. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Jedenfalls weiß man dadurch, dass Voldemort natürlich noch ein ganz kleines Prozentsätzchen, muss man schon fast sagen, seine eigenen Seele in seinem eigenen Körper aufbewahrt hat. Das war natürlich nur ein absoluter Bruchteil. Also wir reden hier von 0,irgendwas%, also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Und ja, Voldemort selber hat ja noch gelebt, als seine letzten Horcruxe zerstört wurden. Sein letzter Horcrux, der zerstört wurde, war ja... Oh, jetzt kommt wieder Daniel mit seinem Fahrrad. Ich glaube, meine Nagini war ja sein letzter Horcrux, also... Ja gut, also wenn man, wie gesagt, das Seelenfragment in seinem eigenen Körper noch zählen möchte, dann nicht. Aber ansonsten war es, glaube ich, Nagini. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber naja, ihr kennt ja LBH, da kann ich auch manchmal Blödsinn labern. Jedenfalls war es, soweit ich weiß, Nagini und dann war Voldemort ohne Horcruxe plötzlich aber immer noch am Leben. Und Voldemort war jetzt nicht gerade jung zu dem Zeitpunkt, aber eben auch noch keine 1243 Jahre, so wie Miriam das jetzt hier geschrieben hat. Und deswegen kann man das nur schwer ableiten. Die Frage ist jetzt nämlich so, wäre Voldemort gestorben, wenn der letzte Horcrux in ihm zerstört worden wäre, oder von ihm zerstört worden wäre, und er dann nur noch dieses kleine bisschen Seele in sich selbst hätte und er aber schon über 1000 Jahre alt wäre? Weil dann müsste er ja eigentlich an Altersschwäche sterben. Und ja, es ist wirklich eine schwierige Frage. Wenn ihr mal meine Meinung hören wollt, wovon ich ausgehe, weil ihr die Folge hier gerade guckt, ich sage, dass er durchaus... Ja, also dass es aufs Alter ankommt. Ich würde schon sagen, dass das Alter eine maßgebliche Rolle bei der ganzen Sache spielt, weil... wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Voldemort 1000 Jahre alt gewesen war oder wäre, als er seinen letzten Horcrux verloren hätte. Dann hätte er ja gar keine Überlebenschance mehr, weil seine Seele nur noch wie bei jeder anderen Person da draußen, auch so wie bei dir, du da draußen, der gerade hier zuschaut, du hast auch deine Seele in deinem Körper und so war es ja auch bei Voldemort, als er seinen letzten Horcrux verloren hat. Also muss man sich nur die Frage stellen, würdest du denn noch leben mit 1243 Jahren? Und die Antwort ist ganz klar... ich glaube nein. Und genau, und deswegen glaube ich auch nicht, dass Voldemort überlebt hätte, wenn er wirklich so alt gewesen wäre und er seine letzten Horcrux verloren hat, weil das war seine Überlebenschance. Das war der Grund, warum er überhaupt leben konnte. Und deswegen, ja, wird er wahrscheinlich auch nicht leben können, wenn dieser, ja, letzte Horcrux zerstört worden wäre und er nicht, oder er noch älter gewesen wäre. Und wieso habe ich keine Schwarzeichenblöcke in meinem oh Gott. Ich gehe mir nochmal schnell welche holen, Leute. Lol. Ich war gerade auf dem Weg, mir eben eine Schwarzeiche abzubauen und sehe plötzlich das hier. Ja, gut. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das vom Drachen stammt. Ich drücke einfach mal drauf, weil bei den Energiebällen ist das manchmal auch so. Und dann kann man die so wegschießen, aber... Nö, das geht nicht. Und ich brenne auch nicht, wenn ich da durchliege. Nee, keine Ahnung. Ist irgendein Grafikbug. Jedenfalls, ja, müssten wir eigentlich noch hier irgendwo eine Schwarzeiche stehen haben. Aber ich war sehr, sehr, ja... aktiv in der letzten Zeit und habe sehr viel abgebaut. Und ich habe natürlich auch keine, ja, Axt dabei. Da machen wir das schnell, damit wir es hinter uns bringen. Denn ich würde gerne den Baum noch ein ganz, ganz kleines bisschen weiterbauen. Und wir werden jetzt in der Folge natürlich auch das Laubdach dran setzen. Aus einem, ja, Eichenblätterdach, würde ich sagen. Also aus dem hier haben wir... Nein, haben wir natürlich nicht. Ich wollte gerade fragen, ob wir eine Schere dabei haben. Gut, haben wir, wie gesagt, gerade nicht. Also werde ich mir... Ach, kommt, Leute, wir machen das so. Ich hole mir mal eben kurz die Sache. Macht ja keinen Sinn, hier Ewigkeiten zu verschwenden. Nur weil ich keine Schere und keine Axt dabei habe. Ja, ich hole mir die nochmal eben. Und ja, dann geht's schneller. So, ich glaube, wir müssten eigentlich noch...
Ah ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Eine Diamant-Axt müssten wir noch haben. Oh, und da war nämlich auch eine Schere, sogar zwei Scheren. Die nehme ich einfach mal prophylaktisch mit. Und damit sind wir jetzt equipped und können uns jetzt an die Eichen begeben. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, Zeitumkehrer, ahoi! Super. Gut, hier sind noch vereinzelt irgendwelche Holzstämme, die sind aber von normalen Eichen, die lasse ich erstmal stehen, die mache ich dann später weg. So, und hier haben wir noch eine fette Schwarzeiche stehen, sehr geil. Die bauen wir jetzt an dieser Stelle mal schnell ab. Mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht, also dieser eine Baum sollte reichen. Ich finde es auch so geil, dass die Schwarzeichen hier so ein richtiges Blätterdach erzeugen. Wobei da das Problem ist, dass man sehr schwer so einen einzelnen Baum komplett abbauen kann, weil immer irgendwelche Holzblöcke, ja, in der Versenkung verschwinden und man die nicht wiederfindet. Aber naja, das ist halt das Leben, Leute. Man kann eben nicht alles haben. So, nachdem wir jetzt den Baum abgebaut haben, nehmen wir uns die Schere und dann rasieren wir mal kurz die Bäume hier nackig. So, weil den anderen Baum, den habe ich aus Nadeln gebaut, also aus Tannennadeln, was ich auch nicht so verkehrt fand. Aber dann würde ich den Baum hier gerne etwas saftiger und grüner aussehen lassen. Und da eignen sich natürlich, eignen sich Eichenblätter natürlich am besten für. Vor allem, weil ich dank der neuen Chroma Hills Variante endlich die richtigen Texturen dieser Blätter habe. Was natürlich dann auch nochmal wesentlich geiler aussieht. So, wie viele... Nee, Schwarzeichenlaub will ich nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen was weg. So, ja, haben wir zwei Stecken, das sollte doch reichen. Gut, dann fliegen wir jetzt schnell zurück, denn wir wollen ja heute noch was schaffen, Leute. Wir haben ja eine breite Palette an verschiedensten Aufgaben, die ich ja jetzt auch noch erledigen will. Und sehr motiviert bin, das auch zu schaffen, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. La 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 la. So, genau, also wie gesagt, hier diesen Baum habe ich aus Fichtenblättern gebaut oder Nadeln besser gesagt, weil Fichten haben keine Blätter, aber diesen Baum möchte ich auf jeden Fall gerne etwas fruchtiger wirken lassen. Ich glaube, fruchtiger ist ein ganz guter Begriff dafür. So, Schwarzeiche ist am Start und ich springe natürlich direkt mal falsch. Super gemacht, Daniel. So, und jetzt kommt nämlich der Kasus Knactus, nämlich ein möglichst original... Genau, ein möglichst originalgetreues, Blätterwerk zu bauen. Also einen Wipfel, einen Baumwipfel. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie hoch bauen wir den Baum eigentlich? Und ich würde sagen, wir machen den jetzt mal hier so, ja, lassen den mal hier so ausufern. So... Ja, ich habe selten Bäume gebaut, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Also es wird wahrscheinlich sehr viele Leute unter euch geben, die das wesentlich besser könnten. Und die jetzt sagen, oh Daniel, was machst du denn da? Und ich entschuldige mich schon mal bei all diesen Leuten, die so denken könnten. Weil, ja, wenn man selber etwas gut kann und dann jemanden zusieht, der das überhaupt nicht kann, dann kann das schon mal etwas triggernd sein. Das ist mir bewusst, Leute. Deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen da draußen, der, Zähne zusammenbeißen kann und sich das angucken kann. Ich finde das ja toll. So, ja, ich würde auf jeden Fall gerne diesen Baum so ein bisschen hier so rüber wachsen lassen. Der soll mit Hogwarts quasi in Symbiose stehen. Ja, und Symbiose habe ich vor der Folge gegoogelt. Da soll nochmal jemand sagen, ich würde mich nicht vorbereiten. So, genau. Dann so, so und so, so. Genau, ja, ja, kommt langsam. Dann geht es hier noch ein bisschen höher. Der Ast hier geht auch nochmal ein bisschen weiter und, das war's. Ja, okay, aber kein Problem, Leute, denn ich habe natürlich noch viele Hilfsblöcke gesetzt, weil wir können ja jetzt hier nochmal ein bisschen was wegnehmen. Den hier zum Beispiel, den Oschi. Den Oschi hier können wir wegnehmen. So, dann könnten wir sagen, wir nehmen den da einmal weg. So, und den da vor allem. Ah, hier können wir bestimmt auch noch irgendwas wegnehmen. Aua, aua, aua. So. Ja, und den nehmen wir auch nochmal weg. So, genau. Ja, sonst würde ich die anderen erstmal stehen lassen. Man weiß ja nie, ne? Man kann ja immer schnell wegbauen, aber... Ich lasse das jetzt erstmal so. Gut, dann machen wir es jetzt mal so, dass wir ein bisschen höher gehen. Weil wir sind jetzt gerade auf einer Ebene quasi. Und da habe ich mich ein bisschen verbaut. Der kann auch nochmal weg. So.
Und dann führen wir das hier mal ein bisschen weiter. So, ja, wir brauchen definitiv noch mehr Schwarzeichenholz. Ja, noch einiges. Also ein ganzer Stecken, ja, das könnte auf jeden Fall noch hinhauen. Dann hole ich den mal eben kurz, weil, ja, wie gesagt, in der Folge werde ich den Baum fertig bauen. Egal, wie lang die Folge gehen wird. So, Axt ist gezogen und die nächste Schwarzeiche muss dran glauben. Hallo, Schwarz... Oh, die sieht ja monströs aus, ey. Halleluja. Okay, bauen wir diesen monströse Ding hier ab. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz da drin steckt, aber wahrscheinlich schon ein ganz kleines bisschen sehr viel. Oh, Platz habe ich auch nicht mehr. Dann räume ich das Gras hier weg. So. Ja, also mein Ziel wären ja so 2 Stecken. Das wäre schon ziemlich geil. Aber ich glaube, der eine Baum hier sollte auch reichen. Aber ich werde nicht nochmal zurückfliegen. Also das war jetzt das letzte Mal. Ich will nicht die ganze Zeit, ja, hier Zeit verlieren, weil ich Bäume abbauen muss, weil ich zu blöd bin zu schätzen, wie viel man brauchen könnte für den Baum. So, der Baum ist abgebaut. Jetzt haben wir 57 reicht auf jeden Fall. Also, selbst wenn das nicht ganz reichen sollte, werde ich trotzdem erstmal nur mit diesen Blöcken arbeiten, weil sonst wird der Baum, glaube ich, auch ein bisschen zu mächtig und ein bisschen zu groß. Und das soll er auch nicht. So, dann geht es jetzt einmal hier wieder rüber. Ich finde es auch mittlerweile echt cool, dass wir selbst mit dem Animagus eine gewisse Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen in Hogwarts. Vorher war das so, dass wir gesagt haben, ja, irgendwann müssen wir dann fliegen, um zu den Bereichen zu kommen, weil wir dann nicht mehr durch die Gänge laufen können, weil es so groß ist. Und jetzt kommen wir sogar an den Punkt, dass wir sagen, oder dass ich sage, dass selbst, ja, Fliegen schon ein bisschen viel Zeit beansprucht. Das ist schon echt eine Steigerung, definitiv. Eine coole Steigerung, will ich damit sagen. So, hier geht der Baum auch nochmal so ein bisschen aufs Dach über. Und jetzt würde ich gerne nochmal, ja, hier in dem Bereich ein bisschen vorwärts kommen. Dass wir hier auch nochmal so ein bisschen Blattwerk erreichen. Wobei ist das hier, ja, machen wir lieber mal so. Ja, es wird. Ja, ja. Dann noch hier so einer hin. So, sieht's doch eigentlich ganz in Ordnung aus. Ein bisschen weiter nach vorne würde ich ihn schon kommen lassen, weil dann wirft er nochmal ein bisschen mehr Schatten. Das sieht, glaube ich, cooler aus. So. Ja, fürs Erste lassen wir das mal so. Also wenn ihr da nochmal irgendwas korrigiert haben wollt, wenn ihr meint, das sieht noch nicht so geil aus, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich lasse es erstmal so, fürs Erste. So, Blätter kommen jetzt hier erstmal drauf. Da kann man eigentlich erstmal nichts falsch machen. Also gut, ich wahrscheinlich schon. Aber normalerweise nicht, denn wir müssen nur Blätter dran setzen. Nur Blätter dran setzen. Ich sollte das Wort nur aus meinem Wortschatz streichen. Oh, einmal da runter, hui! So. Ja, und je mehr das natürlich sind, umso baumiger wirkt es am Ende. Es ist halt echt schwierig, weil normalerweise spawnt halt das Spiel von selbst immer, ja, das Biom, also Blätter und Bäume und all sowas. Upsala, das war jetzt nicht so clever. Aber das dann mal selber zu bauen und vor allem in dem Ausmaß und in einem Design, was es so von Minecraft gar nicht gibt, weil das ist ja der Grund, warum wir das bauen. Das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Weil natürlich könnten wir auch sagen, okay, ey, Minecraft, die spawnen Bäume von selbst. Wir können ja auch einfach da einen Setzling hinsetzen, Knochenmehl und ab dafür. Aber das wäre jetzt ehrlich gesagt nicht so meine Vorstellung. Ich will das dann schon selber machen und, ja, meinen eigenen Kopf durchsetzen. Also, beziehungsweise unseren Kopf durchsetzen, weil ihr habt ja, wie gesagt, Mitspracherecht. So, dann einmal da noch und da noch und da noch und da noch. So. Und so. Aua. So, wunderbar. Dann noch die Blätter da so hin und da so hin und da so hin und da so hin. Ich glaube, es reicht langsam. Wobei, nee, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Reichen tut es auf jeden Fall noch nicht. Ich mache mal hier noch ein paar Blätter hin. So, da und da. So, das sieht doch schon mal angenehm aus. Ich baue einen Baum und der wird super schön. Mein kleiner Baumi, Baumi, Flaumi. Er wird so toll und so atemberaubend.
Und meine Nachbarn werden sich irgendwann fragen, wann ich ausziehe. Aber noch nicht sofort. Okay, ich hoffe. So, ja, das ist doch schon mal ganz ansehnlich. Oh, Leute, ich finde die gar nicht mal so scheiße. Das heißt viel bei mir, weil ich bin in der Regel... Also, ich habe keine Regel, Leute, aber ich bin normalerweise ziemlich selbstkritisch bei sowas. Aber das geht irgendwie. Und ich weiß nicht, wieso das geht. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil... Ja, wenn so viel funktioniert, geht irgendwie was in die Hose. Einfach nur, damit das Schicksal mir gezeigt hat, dass bei mir einfach alles in die Hose geht. Ja, kennt ihr das? Also, ich bin immer absolut zwiegespalten, wenn ich zu viel Glück auf einmal habe, weil das wird immer zerstört von irgendwas. Das Schicksal ist mir nicht so wohlgesonnen. Leider nicht. So, da können wir eigentlich auch nochmal was setzen. So, bam und bam und ja, bam, bam, bam. So, das sollte doch schon mal ganz gut sein. Gut, da noch einer hin und... Ja, komm, verbrauchen wir die letzten 10 Blätter, Leute. Ist ja jetzt keine große Menge, ne? Ah, hey, wieso wird das da nicht gesetzt? Habt ihr das gesehen? Die sind einfach verschwunden. Aber ich weiß nicht, ob sie mir abgesprochen... Also, ob sie aus meinem Inventar verschwunden sind. So, da noch und da noch und da und da und da. Ja, wunderbar. Ich glaube, das reicht insgesamt. Haben wir doch eigentlich sehr viel geschafft. Und der Baum sieht sogar noch ganz töfte aus. So, Zeitumkehrer nochmal zur Ansicht. Wundervoll. Und so sieht der Baum aktuell aus. Natürlich noch nicht hundertprozentig perfekt. Oh, und die Pflanze ist gewachsen. Sehr geil. Also wie gesagt, nicht hundertprozentig perfekt, aber es wird langsam. Und er gefällt mir auch sehr. Jetzt schauen wir nochmal gerade eben hier die Wiese, weil da müssen ja auch... Ja, hier sind sie auch gewachsen. Sieht das fehl am Platz aus mit den Dingern? Weil als sie klein waren, fand ich es noch gut. Aber jetzt gerade könnte ich mir vorstellen, dass einige sagen werden, dass es ja ein bisschen fehl am Platz ist. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, Leute. Dann würde ich es auf jeden Fall nochmal umändern. Sollte ja das die Meinung der meisten von euch sein. Gut. Dann würde ich sagen, als letzte Aufgabe in der Folge gehe ich jetzt nochmal gerade eben in die Base und hole mir eben das Glas, was wir am Anfang noch gefarmt haben. Okay, die Öfen sind auf jeden Fall noch am Durchschmelzen, aber ein bisschen ist schon fertig, sehr gut. So. Hier auch noch ein bisschen, sehr, sehr, sehr schön. Gut, ich packe mal da die Steine kurz weg, damit wir alles an Glas mitnehmen können. War es das? Ja, da sind noch zwei. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Sind ja drei ganze Stecken. Das wird schon mal, ja, ganz okay sein, glaube ich. Vielleicht kriegen wir ja ein Gewächshaus damit komplett fertig. Das wäre ja toll. Wobei, wenn ich mir das Gewächshaus jetzt nochmal hier aus der Nähe angucke, wage ich das doch ein ganz kleines bisschen zu bezweifeln. Aber naja, wir probieren es einfach mal. So. Ansonsten, was könnte man noch zum Thema sagen? Ich glaube, ich habe vorhin nämlich den Faden verloren und bisher noch nicht wiedergefunden. Es ist ja bei mir, oder ich glaube persönlich, dass, oder um es nochmal zusammenzufassen, sagen wir es mal so. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, dass es damit zusammenhängt, wie alt man selber schon ist. Also Leute, die zum Beispiel, ja, gerade 40 sind und dann der letzte Horcrux zerstört wird, das macht denen nichts aus. Also natürlich haben sie dann nur noch einen Bruchteil ihrer Seele in sich selbst und sind wahrscheinlich verstümmelt, ja, seelisch gesehen, auf ewig. Aber leben würden sie wahrscheinlich trotzdem noch. Voldemort war zum Zeitpunkt des zweiten Zaubererkriegs roundabout irgendwas um die 70 Jahre alt und deswegen hätte er noch leben können. Also er war nicht irgendwie zu alt oder er hätte nicht an Altersschwäche sterben müssen in dem Augenblick, sage ich mal. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch es überlebt, als sein letzter Horcrux zerstört wurde. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass ein Zauberer hergeht, sich Horcruxe macht und dann plötzlich 2000 Jahre alt damit wird und plötzlich der letzte Horcrux von ihm zerstört wird, dann glaube ich, wird selbst das letzte Bruchstückchen in seinem Körper, was er noch selber hat, nicht ausreichen, damit er... Yay, Daniel, sehr gut gemacht. Wird nicht ausreichen, um sein Leben dann nochmal zu retten, beziehungsweise glaube ich, wird er dann einfach ganz schlicht und ergreifend tot umkippen. Ja, das ist meine Meinung, aber ihr könnt ja gerne mal eure in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen, mal zu hören, wie ihr das Ganze so seht. Und ja, bin ich mal gespannt. Es hat zwar nicht genau gereicht, aber zumindest haben wir die Linie auf den Stein genau fertig gekriegt. Das ist doch auch schon mal was, würde ich sagen. Und ja, dann gilt es jetzt in den nächsten Livestreams und Folgen vor allem Sand zu farmen, um noch mehr Glas zu holen, damit wir auch hier endlich mal vorwärts kommen, weil ich will mich nicht die ganze Zeit mit den Gewächshäusern rumschlagen. Und dann kommt natürlich noch die verbotene Abteilung. Die Bibliothek wird vielleicht nochmal ein bisschen erweitert. Dann natürlich noch die Holzbrücke und so weiter und so fort. Also die Liste an Aufgaben
kennt keine Grenzen und ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal auf dem Logo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen!